Wer auch das Bestmögliche rausholen möchte, ist der FC Bayern München in der neuen Bundesliga-Saison. Die wollen wieder Meister werden. Wenn man dem großen Mann vom Tegernsee namens Uli Hoeneß glaubt, ist diese schon entschieden. Wir haben euch das mal vorbereitet. Hat er sich nicht lumpen lassen. Uli Hoeneß über das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga. Auf einem Forum der Schweizer Zeitung Finanz und Wirtschaft. Was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft. Wir stehen zum heutigen Zeitpunkt wunderbar da. Wir sind Tabellenführer und unsere einzigen richtigen Konkurrenten Bayern 04 Leverkusen und RB Leipzig liegen weit hinter uns. Ich hätte gerne dieses Selbstbewusstsein wie dieser Mann. Das ist unfassbar. Aber er hat irgendwo einen Punkt, oder? Also ich finde schon bemerkenswert, dass die einzigen echten Konkurrenten nicht Borussia Dortmund inkludieren. Das ist schon auch eine Stichelei. Ja, aber der Mann weiß ganz genau, was er sagt. Ja, der lässt die schon wirklich mit Plan aus. Das ist schon, ich meine im Endeffekt, ich finde, das ist meine persönliche Meinung, der Fußball in Bayern sehr schnell entwickelt hat und der Company, der ist schon gerade eine Etage über dem Rest der Liga. Er ist auch nicht 100% konstant, sehen wir in der Champions League, aber für die Liga ist er sehr, sehr gut. Und insofern kann man ihm wahrscheinlich am Ende der Saison nicht widersprechen. Ich meine, die Bayern sind reingestartet, Torverhältnis, ich glaube 36-7. Plus 29, das ist unfassbar. Ja, man, das Hoeneß-Zitat ist halt part of the game irgendwie, ne? Das ist ja ganz nett. Ich glaube jetzt nicht, dass Bayern München ein Dribbling weniger oder mehr gewinnt, wenn Uli Hoeneß das jetzt nicht gesagt hätte. Aber was interessant ist, es gibt in allen Spruch, ist, was passiert im März? So, dann gilt es für den FC Bayern. Es gibt das Finale daheim, das ist ja, glaube ich, auch noch, spielt ja auch noch eine gewisse Rolle. Und Stand jetzt absolut Bayern München, deutscher Meister, wer wird da widersprechen? Die spielen echt einen 1A-Ball. Würdest du da widersprechen? Wahrscheinlich auch nicht. Leider nicht, ne? Michael, Bayern verfolgt in der ersten Liga bis jetzt dieses Jahr? Immer mal wieder, klar. Also die Top-Mannschaften guckt man sich natürlich auch in der Bundesliga ganz gern mal an. Und welches der 5-6-0 hast du dir angeguckt? Ich war tatsächlich beim 9-2 gegen Zagreb. Siehst du? Das war einfach beeindruckend. Also die haben eine komplett dominante erste Halbzeit gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Tore da per Videoschiedsrichter noch einkassiert wurden. Führen, glaube ich, 3-0, dann kommt Zagreb auf, korrigiert mich, wenn ich daneben liege, aber die kommen auf zum 3-2. Zagreb enorm viele Gästefans dabei gehabt und du dachtest kurz, oh, jetzt kann das Spiel auch final kippen. Und wie dicken Eiern die dann da ruhig weitergespielt haben, das war sensationell. Und das ist halt Bayern-like und ich glaube auch die Aussage von Uli Hoeneß, der will jetzt halt wieder zeigen, dass Bayern dicke Eier haben kann. Und das, wie gesagt, ist durchaus realistisch, dass die dieses Jahr alle drei Titel gewinnen. Oliver Kahn wäre sehr stolz auf dieses Wording. Ja, aber ich meine, du hast recht. Also, wir haben die Bayern letzte Saison gesehen unter Tuchel. Da hat man sich schon die ganze Zeit neben dem ausbleibenden Erfolg, glaube ich, auch gefragt, ist das die fußballerische DNA, wofür man stehen möchte? Und dann kommt Kompany und es erinnert ja wirklich an die Zeit von Guardiola in der Bundesliga. Ich habe mich viel aufgeregt über den Tuchel-Fußball, auch wenn ich weiß, dass die Spieler viel von ihm gehalten haben und er auch nicht so unerfolgreich war. Natürlich keinen Titel dann geholt, aber Champions League zum Beispiel. Aber ich finde, die Art und Weise zu spielen passt besser zum FC Bayern, passt besser zur Rolle innerhalb der Bundesliga. Nur eine Sache finde ich, also ich glaube, sie werden die Bundesliga gewinnen. Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf so einem Barca-Spiel oder sowas rumreiten, aber es macht schon einen Unterschied, ob du jetzt die letzten, ich weiß nicht, 5, 6 Spiele gegen Teams wie Bochum, Union, Augsburg, St. Pauli dominierst oder ob du das eben gegen große Teams machst. Und deswegen sind jetzt die nächsten drei Spiele sehr spannend mit PSG, Dortmund und Leverkusen. Ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich auch dann jetzt am Dienstag das Spiel gegen Paris wird genau schon so ein Gradmesser sein, oder? Ich finde, PSG ist auch nicht mehr das, was es mal war. Gerade durch den Mbappé-Abgang ist schon eine gute Mannschaft, aber jetzt keine 1A-Mannschaft. Da sehe ich zum Beispiel immer noch eher Leverkusen. Also dann mindestens 5. Gegen PSG? Ja. Sagen wir mal 3. Nein, die sind schon gut. Aber ich möchte mal so eine Woche 3 Spiele hintereinander sehen. Und wenn sie dann so dominant und erfolgreich spielen können, dann reden wir vielleicht wirklich von einem Triple-Aspiranten. Aber in der Bundesliga nicht einzuholen dieses Jahr, oder? 0. Gar nicht. Also da wäre mein Hot-Take zweistellige, also in 1,5 Stunden erst, ne? Also mindestens 10 Punkte Vorsprung wird Bayern Meister. Ja, so hot ist der nicht. Also. Aber auf 20 kriegst du mich nicht hoch. Ja, wir machen mal 1,5 Stunden. Aber also man muss auch sagen, es liegt natürlich auch ein bisschen an der Konkurrenz. Ne? Also Bayern 04 Leverkusen, viele Unentschieden dabei gehabt. Was glaubt ihr, woran hapert es da? Ist es dann einfach dieses verflixt schwierige zweite Jahr, der Fluch der guten Tat? Also wenn du mal einfach aufs Papier schaust, kannst du schon mal sagen, in der Euroleague vergangene Saison haben sie dann doch recht viel rotiert.
Konnten sie auch, irgendwie waren alle in Form. Jetzt hast du Champions League jede Woche und das halt 8-mal, nicht nur 6-mal. Top-Gegner, brauchst auch die Top-Mannschaft auf dem Feld. Ich glaube schon, dass Belastung eine kleine Rolle spielt. Plus, ey, was ist mit deinem Kopf macht, wenn du so eine Saison spielst, mehr oder weniger aus dem Nichts, dass dann mal ein kleines Tief drin ist, finde ich schon okay und nachvollziehbar. Wie war denn das bei dir eigentlich damals nach der Weltmeisterschaft? Also ich wäre danach nicht mehr morgens irgendwie früh aufgestanden. Mich hättet ihr nur noch mit Mr. Weltmeister angesprochen. Nein, wie war es? Also ja. Wie schwer ist das dann als Profisportler, die Spannung wieder oben zu halten? Bei mir war es zum Glück nicht schwer, weil ich war damals erst 20 und bin dann nach Dortmund gewechselt in dem Sommer. Aber ist es nicht dann noch schwieriger, wenn man schon, also mal schauen, was noch passiert, ja, aber ich glaube, das ist dein Karrierehöhepunkt. Ja, das kann gut sein. Aber ich meine, es ist ja dann, finde ich persönlich, noch schwieriger, wenn du da so einen 20-Jährigen hast, der gerade Weltmeister geworden ist und dann sagst du dem, so deine Karriere fängt jetzt aber gerade eigentlich erst an und sieh mal zu, ja, dass du nächste also Saison 30 Bundesliga spielen musst. Also definitiv nicht einfach, also das zugegebenermaßen, aber wie gesagt, das war dann so ein Sommer mit dem Wechsel, dann war man schon wieder so, ja, Mike kennt's, man im Profifußball, man ist so im Tunnel, wenn es dann losgeht, dann die Saison, ja, dann konzentriert man sich gerade auf einen neuen Verein nochmal vielleicht ein Stückchen mehr. Also da gerade im Fußball ist es halt dann so, man wird mit dem aktuellen Spiel konfrontiert, ist egal, was vor einem Monat oder vor 2 Monaten passiert ist, da gilt es dann auch, den Fokus drauf zu legen. Aber ich meine, bei Leverkusen hatte man ja zumindest das Gefühl, dass sie so nach außen kommuniziert haben, wir halten jetzt dieses Jahr nochmal alle zusammen und dann greifen wir richtig an. Und das ist ja de facto jetzt einfach dieses Jahr noch nicht passiert. Ist natürlich auch ein schwieriges Erbe aufgrund der letzten Saison. Aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich vielleicht auch da so gerade die Spieler qualitativ so ein bisschen einordnen. Vielleicht der ein oder andere letztes Jahr doch ein bisschen überperformt. Also ich meine, ganz ehrlich, sie haben doch Milan geschlagen, oder, in der Champions League? Sie haben in Liverpool eine sehr gute erste Hälfte gespielt. Dann haben die Reds irgendeinen Modus angeschaltet, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, der war krass. Aber eigentlich haben sie auch da mitgehalten. Von daher finde ich, das Level ist schon da, aber weil du sagst, ein Norden, es ist halt eine Form von Gegner jede Woche, die du davor nicht hattest. Und das braucht einfach Anpassungszeit, glaube ich. Aber ich meine, der Unterschied ist ja schon zu sehen. Also ich finde, ganz einschneidend für mich in der letzten Bundesliga-Saison war im Hinspiel das Ergebnis oder das Spiel zwischen Leverkusen und Bayern, das war in der Allianz Arena. Und da saß ich vorm Fernseher und habe mir gedacht, wow, also ich weiß nicht, wann ich mal Innenverteidiger von einem gegnerischen Team so weit oben abstehen sehen und eine Mannschaft, die so selbstverständlich gesagt hat, hier spielen wir jetzt Fußball. In der Saison ganz anders. Also war auch unentschieden am Ende, aber da war ja Bayern die so klar dominante Mannschaft. Haben wir damals ja auch in der Show drüber geredet, da war der O-Ton so ein bisschen, ist vielleicht auch jetzt die Weiterentwicklung von Leverkusen, Spitzenmannschaft, dass man da auch mal dann so ein dreckiges Unentschieden zieht. Aber es ist ja schon so, also jetzt auch am Wochenende gegen Heidenheim haben sie es noch drehen können, aber die Fehlerquote ist einfach mehr geworden. Hat das dann vielleicht wirklich einfach was mit Spannungsabfall zu tun? Ja, würde ich sagen, nicht zwingend. Also sie haben immer noch erst ein Spiel verloren, das zu Hause gegen Leipzig. Ne? Also sind immer noch relativ schwer zu bezwingen. Sie haben vielleicht, ich meine, wie viele Spiele haben die gezogen in der Nachspielzeit in der vergangenen Saison? Das ist jetzt auch noch nicht so richtig der Fall. Denn das kommt dann auch noch dazu, dass du nicht mehr dieses Matchglück hast, dass du dann wirklich in der 97. Minute noch einen raushaust. Kommt halt viel zusammen, aber mein Gott, also worüber reden wir? Die sind immer noch in der Champions League im Rennen, die sind immer noch in der Bundesliga oben dabei. Das ist schon okay. Also Bayern einfach zu gut und nicht Leverkusen genau. Zu schlecht. Absolut. Da würde ich jetzt was willst du mir jetzt sagen? Diese Krise bei Leverkusen, weil die jetzt 5 Unentschieden gemacht haben oder was? Ja, du sahst das so schnucklig aus mit deinem Leverkusen-Schal. Ich dachte mir vielleicht. Ja, da machst du einen Screenshot von, ne? Und ziehst mich damit auf in Schalker-Kreisen wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, ja, tatsächlich. Aber der Dortmund-Schal daneben ist auch, der ist noch besser. Guck mal. Nein.